Willkommen zurück zu SFS Sonnensystem und willkommen zum dritten Teil und zum zweiten Planeten. Und den werden wir auch erstmal zeichnen, dann den Text, also den Code verfassen und dann testen wir das Ganze aus, also wie immer. Und natürlich als erstes die Form. Dazu gehen wir hier wieder wie in der letzten Folge auf Shapes und machen das Ganze rund. Machen wir es mal größer. Und ich würde sagen, das passt so. Dann wählen wir die Farbe aus. Und hier haben wir es. Also ich habe hier die Farbe 10 Rot, 30 Grün, 130 Blau. Und ich bin ganz zufrieden damit. So sieht das Ganze dann aus. Wir speichern das. Und wir machen mal hier die relative Größe einmal runter, einmal hoch. Und die relative Position hier. Und machen einmal Schloss dran, damit wir sie eben nicht verschieben können. So, das war der einfache Teil. Jetzt kommen wir zum sehr, sehr komplizierten Teil. Und zwar kennt ihr wahrscheinlich Eis. Also wir machen hier eine sehr helle Farbe. Machen wir mal 250 bei allem. Dann haben wir das so. Und jetzt beginnen wir erstmal hier mit einem kleinen Klecks. Wir müssen mal gucken, ob der auch in der Mitte ist. So, denke ich mal in der Mitte. Machen hier mal einen so großen Klecks hin. Und ich glaube, der ist ein bisschen zu groß. Vielleicht mache ich das auch einfach von hier aus. Ja, ist okay, würde ich sagen. Ist ja auch erst der Beginn. Und jetzt nehmen wir ein etwas kleineres. Ja, nehmen wir mal 10. Und gehen dann da mal ran. Und da haben wir schon mal einen ziemlich großen Klecks aus Eis und Schnee. Und ich würde sagen, das sieht ganz gut aus. Dann speichern wir das mal und ich würde sagen, wir machen das hier mal in die Mitte. Das war nicht ganz in der Mitte, aber so würde ich sagen, ist okay. Und drehen wir das mal so rum. Machen wir auch ein Schloss dran. Und dann haben wir unseren Nordpol fertig. Und jetzt geht es natürlich weiter mit dem Rest quasi. Also wir machen hier 100, wir machen 0, machen 0. Also pur grün. Dann gehen wir hier lang und machen das auch.
und damit ist das Ganze noch ein bisschen dunkler. Jetzt machen wir Folgendes, wir gehen hier hin und das letzte Mal haben wir Inner Shadow benutzt. Diesmal benutzen wir Shadow. Also, hier haben wir es. Das ist die Erde oder Terra, wie ich es dann nennen werde. Ist ein sehr, sehr guter Name. Also, wer benennt den eigenen selbstgemachten Planeten, der sehr erdähnlich ist, nicht Terra? Deshalb, wir schreiben hier einmal Terra. Genau. Und ja, ich habe vorher schon ein bisschen herumprobiert und habe da halt diese ganzen Sachen gemacht, die ihr hier eben auch sehen könnt. Dann gehen wir rüber. Und da natürlich nicht, sondern hierhin. Und vorher vielleicht noch die Atmosphäre. Und ich glaube, die wird auch eine Weile dauern. Denn ich habe hier was Besonderes vor. Also machen wir hier 400 mal 200, so. Und zwar möchte ich jetzt hier einen Tag-Nacht-Zyklus machen. Und ich muss erstmal wirklich gucken, wie das funktioniert. Und zwar habe ich schon eine Idee, und zwar mit einem Gradient machen wir das. Und das speichern wir erstmal als PNG, das ist noch lange nicht fertig. Und zwar machen wir jetzt hier transparent und machen dann mal eine Form. Da haben wir es. Machen das mal hier oben hin, ziehen das mal über den kompletten Bildschirm. Und das ist natürlich immer noch da, also machen wir erstmal kurz mal das Schloss weg. Machen das ein klitzekleines bisschen größer und in die Mitte wieder und jetzt haben wir es, gut. Dann gehen wir hier hin, bearbeiten das und zwar Gradient, von oben nach unten, oben soll es durchsichtig sein und unten soll es praktisch schwarz sein, so. Jetzt machen wir Folgendes, wir gehen hin und sagen Textur und wählen eine Textur aus und nehmen das, was wir eben gemalt haben, und zwar das da. Und dann seht ihr auch schon, dass es eben diese merkwürdige Form angenommen hat. Dadurch haben wir eben weiter oben in der Atmosphäre ein sehr schwaches Licht. Und weiter unten eben ein ziemlich starkes. Ja, und ich würde sagen, das lassen wir dann so und speichern das mal. Und dann gehen wir rüber, Pixel Lab, und machen hier mal Mehrfachauswahl. Die beiden da. Und dann kopieren wir oder schneiden wir aus. Android, Data, SFS. Dingsterbums und ja, ich habe den Namen, also ich habe den Namen verändert. Genau gesagt, der Stern hat jetzt auch einen Namen, nämlich Flagaris. Ist mir einfach irgendwann eingefallen. Dementsprechend habe ich hier auch die Datei umbenannt. Und hier, oh, nein, nicht löschen bitte. Umbenennen. Und zwar Atmo-Terra. So, und hier auch umbenennen, Terra, sehr schön. Und dann schnappen wir uns die Erde, und zwar hier aus Example, dann gehen wir, da ist die Erde, gehen wir dahin, sagen kopieren, dann gehen wir hier in Flagaris System rein und einfügen.
Und dann öffnen wir das Ganze. Und vielleicht hätte ich das erstmal umbenennen sollen. Und zwar in Terra natürlich. Also Terra. Und dann öffnen wir das. Öffnen. So, und jetzt werden wir einige Sachen verändern. Der Radius. Also der wird sehr viel kleiner sein. Ich dachte da an etwas, was ein bisschen größer ist als Kalida. Und dabei muss ich sagen, dass ich ganz vergessen habe, wie groß Kalida ist. 270.000. Okay, das könnte ein bisschen schwieriger werden. Vielleicht, ja, vielleicht lassen wir es einfach dieselbe Größe. Und dann schauen wir mal. Map Color können wir genauso lassen. Time Warp Height ist auch okay. Atmosphere Physics Starter machen wir ein bisschen schmaler. Also hier 27.000. Dementsprechend machen wir hier auch die visuelle Atmosphäre ein bisschen kleiner. So auf 38.000 oder so. Und hier muss dann Atmo Terra rein. Ah ne, doch nicht. Wir machen Atmo Europa. Und bei den Wolken kommt dann Atmo Terra rein. Das ist nämlich so, dass die Wolken sich natürlich um den Planeten drehen. Und genau das wollen wir auch beim Tag-Nacht-Zyklus. Und hier bei Alpha, also die Deckkraft quasi, machen wir mal eine hohe Zahl rein, damit das schön überdeckt. Die ganzen anderen Zahlen werden wir da noch bearbeiten. Und ansonsten würde ich sagen, gehen wir mal ganz nach unten. Und hier, Flagaris war der Name. Ja, Flagaris. Und natürlich eine ganz andere Zahl. Also was haben wir hier? Wir haben 1000, Millionen, 10 Millionen. Machen wir 1,4 Milliarden draus. Und Achievements lassen wir so. Orbit Data ist gut so. Dann gehen wir rüber zur Launchpad Position und sagen hier Terra. Position ist mir unbekannt. Stimmt, 315.000. Ja, ich weiß nicht, ob ich da was verändern sollte. Machen wir erstmal 316.000. So, 0,0. Dann speichern wir das. Dann speichern wir das auch. Und gehen rüber. Und da haben wir es. Es wird wahrscheinlich nicht perfekt sein. Ich versuche mal rauszugehen. Ja. Genau das habe ich erwartet. Das ist kein Problem. Das brauchen wir tatsächlich hier sogar. Wir müssen nämlich zählen, wie viele Schichten das sind. Nämlich 2, 4, 6, 8, 10 und ein bisschen. Und dann sieht das Ganze so aus. Ist doch wunderschön. Die Textur habe ich natürlich nicht verändert. Also wir haben etwa das Zehnfache hier. Gehen wir zu Terra. Und erstmal hier die Textur machen wir zu Terra. Und dann gehen wir hier zu den Wolken und machen etwa das Zehnfache hin. Das hat alles seine Richtigkeit, keine Sorge. Oh, da haben wir es, da haben wir Terra. Sieht doch ganz gut aus, bis auf die Tatsache, dass wir irgendwie 1000 Sonnenauf- und Untergänge haben. Und diesen grauen Streifen, aber das ändern wir alles noch. Dann gehen wir zurück, und zwar gibt es hier diesen Trick, dass man das auf minus 25.000 setzt und das dementsprechend auch ein bisschen höher. Und die Breite, da müssen wir jetzt etwas ausrechnen. Wir wollen natürlich, dass die Textur sich einmal um die ganze Erde dreht, also müssen wir jetzt den Durchmesser, den Umfang errechnen. 315.000 mal 2 mal 3,1416. Ja, so in etwa weiß ich das.
Also das hier ist unsere Breite. Die kopieren wir. Gehen hier rüber. Und fügen das hier ein in der Breite. Dann müssen wir natürlich hier die Punkte entfernen, weil die natürlich vom Spiel als Komma angesehen werden. Dann gehen wir rüber. Und dann zoomen wir nochmal raus. Und das ist nicht ganz perfekt, ihr seht das. Und ich habe natürlich ganz vergessen, ja. Und zwar verschieben wir das natürlich minus 25.000 unter die Oberfläche. Heißt, wir müssen das nochmal umrechnen, also 315.000 minus 25.000 und davon dann Umfang, also mal 2 mal 3,141 irgendwas. Dann kopieren wir das, gehen nochmal rüber, komm schon, nicht die Höhe, sondern die Breite, fügen das da wieder ein und machen die Punkte weg. Nochmal zurück. Und da haben wir es. Das sieht doch ganz okay aus. Auf der rechten Seite gibt es da keine Probleme mehr. Und jetzt haben wir hier eben so einen Tag-Nacht-Zyklus, was sehr schön ist. Und ihr seht da, diese Pixel sind auch noch da. Ja, die müssen wir definitiv verändern, indem wir eben auch wieder Texture Cutout benutzen und das eben ein bisschen kleiner machen. Machen wir mal 0,99 oder so. Und spielen weiter. Ich sehe immer noch ein paar Pixel, dann machen wir es noch mal ein Stückchen kleiner. 0,98 und Spiel fortsetzen. Und ich sehe, glaube ich, keine blauen Stellen mehr. Das ist gut. Und damit haben wir hier Terra. Und das war's so ziemlich. Und dann schauen wir noch mal kurz auf die Karte, und zwar haben wir hier Terra und ein bisschen weiter draußen haben wir Kalida und Flagaris und die sind schon ein bisschen dicht aneinander, aber ich glaube, ich ändere nichts an Terras Bahn, sondern vielleicht an Kalidas, dass Kalida ein bisschen näher an Flagaris dran ist. Aber ansonsten war's das. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, dann könnt ihr mal ein Like da lassen und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss!